Herzlich willkommen, liebe Helga. Ich freue mich riesig, heute dieses Gespräch mit dir zu machen. Und ich freue mich auch riesig, liebe Christine. Ja, was für eine schöne Gelegenheit. Du bist ja eine wunderbare Yoga-Lehrerin, die ganz vieles an ganz viele Leute weitergibt und jetzt würde ich mich einfach freuen, wenn du dich einfach zum Einstieg mal selber vorstellst und wie du überhaupt zum Yoga gekommen bist. Das mache ich gern. Da gibt es natürlich eine kurze, eine mittellange und eine lange Version. Die kurze Version ist, ich bin, denke ich, wie so viele aus einer Notwendigkeit zum Yoga gekommen. Aus einer Notwendigkeit, etwas zu finden, was mich selbst wieder verankert, wenn ich mich unverankert fühle. Was mir hilft, wieder in die Mitte zurückzufinden, wenn ich das Gefühl habe, ich habe sie verloren und das Leben zieht mir so den Teppich unter den Füßen weg. Für mich war das, als ich noch so ein, ja, so ein junger Teenager war, also gerade so 13, und meine Mama einen Schlaganfall hatte. Und dann war die auf einmal erstmal weg. Und ich war aber noch so ein Babygirl irgendwie. Und war dann auch nicht, ja, nicht besonders, weiß ich nicht, resilient in dem Umgang mit dem. Und hatte einfach das Gefühl, ich drehe durch, es ist mir zu viel, jetzt, ich weiß nicht, wie das weitergeht, ob sie wieder zurückkommen wird und so weiter. Da waren auf einmal so viele Sorgen und so viele Ängste und so viel Unsicherheit und so viel Nicht-Gehalten-Sein vom Leben, dass ich dann begonnen habe mit autogenem Training. Mit ihr wohlgemerkt in ihrer Reha. Und mir hat es natürlich noch besser getan als ihr. Sie lebt also immer noch. Nur vorneweg für die HörerInnen und hat mehrere Schlaganfälle und eine Hirneinblutung auch, ein Aneurysma auch überlebt. Und das waren einfach so, ja, immer wieder ziemlich erschütternde Erlebnisse für mich. Und dann kam da nach und nach so der Wunsch nach noch mehr Tools und Techniken und ja, so eine Sehnsucht und schon auch so ein Hinlehnen und ein Interesse an dem, was Spiritualität uns geben kann, was ich so in der Religion zu dem Zeitpunkt nicht gefunden habe oder finden konnte, einfach dieser Wunsch nach Verankerung. Ja, vielen, vielen Dank für diesen schon sehr berührenden Einstieg. Und dann, wann hattest du denn deine erste Yogastunde? Und jetzt heute bist du ja eben auch zum Yin-Yoga gekommen. Was macht das auch so besonders? Oder ja, du sprichst ja auch, deine Mutter hat das alles überlebt. Hast du dann auch so wie eine Heilung erlebt beim Yoga? Das waren jetzt so viele Fragen und ich bemerke gerade, ich bin jetzt selber so in Erinnerungen noch gehangen, dass ich das Gefühl habe, ich habe gar nicht wirklich aufmerksam zugehört. Vielleicht magst du mich einfach nochmal guiden, damit ich auch auf den Punkt komme. Meine erste Yogastunde habe ich dann im Architekturstudium besucht. Da war autogenes Training schon eine tägliche Praxis für mich. Seit 6, 7 Jahren und so eine wirklich tägliche Notwendigkeit für Psychohygiene. Ich habe also schon das Gefühl, dass ich eine Person war, die da eher auch so leicht erschüttert war vom Leben um mich herum und jetzt nicht so der total robuste Baumstamm, der irgendwie jedem Sturm standhält, sondern habe mich da manchmal schon eher wie so ein zartes Pflänzchen gefühlt, wenn Leben geschieht. Und dann kam eben Yoga-Praxis, das hat mir geholfen beim Restless Legs. Ich hatte dann irgendwann vielleicht auch so aus dem empfundenen Stress heraus, Restless Legs, immer im Bett, Unruhe in den Gliedmaßen, immer Probleme einzuschlafen. Und nach den Yoga-Klassen war das weg. Ich konnte mich ins Bett legen, ich konnte einfach einschlafen. Das war so ein Halleluja-Erleben. Und dann bin ich so wahrscheinlich eine klassischere Laufbahn gegangen, habe dann mit Ashtanga begonnen, eine Vinyasa-Ausbildung absolviert, hatte Vinyasa unterrichtet.
selber Ashtanga praktiziert, als Architektin gearbeitet und es war alles nur Yang. Es war alles fokussiert auf machen, besser werden, wenn auch in einem subtilen Kontext, optimieren, so ist die Haltung noch besser, so ist die Praxis noch besser, dann lernst du die nächste Haltung, wenn du das schon kannst. Und in der Architektur ist es ja auch sehr so. Es geht ständig ums Optimieren. Und irgendwann kam dann eben wieder diese Sehnsucht auf, innerhalb des Yoga noch ruhiger zu werden und auch die Meditation für mich mehr zu entdecken. Ich habe nach meiner ersten längeren Meditation solche Glücksmomente erlebt, dass mich das so berührt hat. Ich erinnere mich da heute noch. Das war in Spanien. Ich habe damals in Barcelona gelebt. Und dann dachte ich, ja, das entschlüsselt ja etwas ganz Großartiges. Ich möchte bitte mehr davon. Und so kam dann Yin-Yoga in mein Leben, mehr Meditation, Vipassana-Retreats. Irgendwann quasi der Weg so vom Yang wieder ins Yin. Und das lernst du ja jetzt auch inzwischen mit sehr viel Erfolg auch und machst Ausbildungen. Magst du da auch ein bisschen so erzählen, was für Erfahrungen du da machst? Ja, auch vielleicht gerade so Transformationen, die du dann erlebst. Diese Erfahrung, die man immer machen darf, denke ich, wenn man Yoga unterrichtet oder Menschen begleitet oder therapeutisch oder im Coaching-Bereich arbeitet. Ich glaube, das sind die Erfahrungen, die uns inspirieren, da auch weiterzumachen. Denn das sind so berührende Feedbacks und Begegnungen und Erlebnisse. Du siehst, wie Menschen sich verwandeln, wie sie so ein bisschen vielleicht ein paar Schutzpanzer abfallen lassen. Im Yin-Yoga ist es oft die Spannung, die wegfällt, die Härte, die man ja auch oft schon so im Gesicht oder im körperlichen Ausdruck sieht. Wenn eine Person so, weiß ich nicht, für sich gelernt hat, dass man sich die Dinge im Leben erkämpfen muss. Das ist ja unsere Yang-Gesellschaft. Darf ich ein bisschen weiter ausholen? Bitte. Ja. Die Yang-Gesellschaft, da habe ich kürzlich mit Pema, mit meinem Partner drüber gesprochen, erzieht uns ja so, dass Kinder aus der Schule nach Hause kommen und Eltern fragen jetzt wahrscheinlich in weniger Fällen so, wie geht's dir heute? Hattest du schöne Begegnungen? Was hast du für ein Bauchgefühl? Warst du heute mal freundlich zu einer Person? Na, wie fühlst du dich? War eine Person besonders freundlich zu dir? Sondern es werden diese Fakten abgefragt. Ah, okay, Schulaufgabe, welche Note? Ah, ausgefragt, wie ist es gelaufen? Und das ist dieses Hintrainieren zu Produktivität und Leistung. Und weil das ja aus einem Kontext kommt, in dem der Wunsch des Kindes Liebe ist, koppelt sich das irgendwie so in unseren Köpfen, habe ich das Gefühl. Und dann haben wir das Gefühl, wir bekommen von der Welt nur Liebe und Zuwendung, wenn wir besonders produktiv oder erfolgreich sind. Und nicht, wenn wir besonders freundlich und liebevoll und mitfühlend sind. Ich habe das total für mich übernommen und habe immer mir selber so eine Yang-Attitüde auferlegt. Ich muss die Beste sein. Ich muss die Beste sein im Studium, in der Schule. Ich will da am besten sein. Ich will jenes. Und das wieder so zurückzuführen zu, das macht aber nicht glücklich. Der Wettbewerb und die Yang-Attitüde ist super hilfreich im Leben. Wir brauchen das. Aber glücklich macht's in der Tiefe nicht, wenn wir nur im Yang sind. Dann brauchen wir das Yin. Und dann beginnen da Teilnehmende diese Yin-Attitude mehr und mehr zu verstehen. Dieses, okay, ich könnte mich jetzt unglaublich anstrengen und auf den Baum krabbeln und an diesem Apfel ziehen, obwohl er eigentlich noch roh ist und den runterkämpfen. Oder ich kann mich auch einfach unter den Baum setzen in der Zuversicht,
dass der Apfel zu mir fällt, wenn er reif ist. Und diese Attitüde, dass ich kann auch mal abwarten, denn das Leben sorgt für mich und ich muss mich nicht immer so arg anstrengen. Das Leben muss kein Kampf sein. Es geht nicht um Produktivität. Ich darf einfach nur hier sitzen und im Vertrauen bleiben, dass das Leben sich um mich kümmert. Dass die Dinge sowieso geschehen. Und das ist ja die Erfahrung. Ich weiß, meine Antwort ist lang. Sie ist fast zu Ende. Die Erfahrung in der Yin-Praxis ist, die Asana geschieht und wirkt für uns über die gewählte Form, über die Zeit, über die Schwerkraft, über die Bedingungen der Natur. Und ich selbst erfahre und empfange das einfach nur und bin nicht wie im Yang-Yoga, was auch wunderbar ist. Wir brauchen beides. Aber im Yang-Yoga arbeite ich ja gegen die Schwerkraft und richte mich auf und ein und stabilisiere mich. Und diese Erfahrung zu machen, das ist jetzt der Schlusssatz dieser langen Antwort, dass so viel geschieht in den Yin-Yoga-Haltungen, wenn ich das erlaube, nichts mache und einfach nur bin, das ist so heilsam für viele Menschen und so berührend. Und dann zu sehen, wie eine Transformation stattfindet, wie das allmählich so ein Erfahren wird, die Person versteht, okay, das ist auch ein Prinzip, das Leben zu leben. Zu sehen, wie Personen, ja, softer werden, glücklicher werden, muss man schon auch ehrlicherweise dazu sagen. Das ist so berührend. Ja, das ist mein Motor. Das Feedback von TeilnehmerInnen, welches verbal zurückkommt oder auch einfach, was ich so sehen kann. Die Früchte, die wachsen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr berührt. Ja, beim Yoga geht es ja auch viel um Spiritualität und das auch zu leben. Du hast da ansatzweise jetzt auch schon was erzählt. Magst du das auch noch ein bisschen weiter ausführen, wie du das machst und wie auch du das lernst? Dass man so seine eigene Spiritualität auch findet und eben auch über diesen Mattenrand hinaus eben das Yoga lebt. Für mich ist dazu nötig, selber auch Schülerin zu sein und mit meinen Lehrern und Lehrerinnen weiter zu studieren, weil ich dann mal wieder inspiriert werde und erinnert werde, wenn ich mich auch so ein bisschen verirre. Das Leben verläuft ja nicht so linear für uns. Das heißt, momentan nach so. Ja, und jetzt ist meine Yoga-Erfahrung vielleicht so 23, 24 Jahre alt. Und momentan genieße ich es immer noch sehr, auch selber immer wieder inspiriert zu werden von meiner Vedanta-Lehrerin Amachi, von meinen Yin-Yoga-Lehrern Paul und Susie Grilly. Das ist also so eine Konstante für mich, mich selber inspirieren zu lassen in meiner Spiritualität, indem ich Bücher lese, Pema Chödrön, Thich Nhat Hanh, Talks höre. Mingyur Rinpoche, Sogni Rinpoche. Ich bin ja auch ein großer Fan des Buddhismus. Und das ist also einerseits die Inspiration. Denn ich habe so das Gefühl, wenn wir so vor uns hin machen, ohne uns zu inspirieren, dann verflacht die Praxis auch manchmal und wird so etwas automatisch. Und mir persönlich zumindest tut es gut, wenn immer wieder so ein Funken an Inspiration auch von außen dazu kommt. Die Spiritualität in dem Sinne, meinst du jetzt so angewandt im Tagesablauf auch? Die braucht bei mir eine Höhe, eine hohe Priority, die höchste Priority. Denn wenn ich das nicht mit ganz viel Disziplin einplane, dass es auch formelle Practices gibt,
dann fallen die weg. Weil es gibt immer was anderes zu tun. Das heißt, spirituelle Praxis im Alltag bedeutet für mich zuerst mal Disziplin. Das, bei mir ist es der Morgen wirklich immer Yoga und Meditation und Selbsterfahrung und Ritualen gewidmet ist. Und dann natürlich beginnt die Spiritualität im Alltag, was ja der wesentlich größere Teil des Lebens ist. Und was mir da enorm hilft, ist immer wieder zu hinterfragen, warum mache ich das, was jetzt kommt? Und warum sprechen wir jetzt miteinander? Was ist meine Intention? Immer und eigentlich für jedes auch noch so kleine Detail im Leben die Intention zu setzen, das bringt für mich eine ganz andere Tiefe mit in die Begegnungen, mit in das Erleben. Und auch wenn Situationen dann mal ein bisschen unglücklicher als erhofft vielleicht ablaufen, weiß ich immer noch, meine Intention war aber gut. Ich habe versucht, das Beste zu geben. Und manchmal ist gut genug auch gut genug. Und dann entsteht in mir auch so ein Frieden, wenn ich weiß, meine Intention war gut. Das Resultat ist völlig außer meiner Gewalt, meiner Kontrolle. So wie es auch die Bhagavad Gita schreibt: To action alone have thou a right, never at all to its fruit. Also Disziplin, konstantes Studium mit Schriften, mit den Lehrern, Inspiration dadurch, immer wieder diese Lebendigkeit, immer wieder das Neue erfahren und neu erspüren. Und Intention. Intention. Ich würde mal sagen, ja, so mal auf die Schnelle so durchdacht, ist das wahrscheinlich, sind das große Bestandteile meiner täglichen gelebten Spiritualität, wenn man es so nennen kann. Denn jede Person lebt ja auf ihre und seine eigene Weise Spiritualität. Immer auf dem Level, auf dem wir gerade sind. Danke. Ja, haben uns ja auch überlegt, dass wir zur Adventszeit jetzt eine kleine Übung noch einbauen möchten in dieses schöne Gespräch. Wenn du aber, Helga, das Gefühl hast, es muss noch was ausgesprochen werden vor der Übung, fühle dich ganz, ganz frei. Ich habe das Gefühl, in diesem echt schönen Gespräch mit dir, da war jetzt schon einiges so drinnen. Ich bräuchte jetzt von meiner Seite gar nichts mehr draufsetzen, außer eine Wiederholung immer wieder an das, ja, eine Wiederholung, eine Erinnerung daran, you are not the doer. You are the Beer, the Experiencer, the Seer. Das sage ich jetzt in den Worten meiner Vedanta-Lehrerin Amaji. Entspanne dich hinein in das Erleben, in das Sein. Und ja, erfahre das Leben als Erfahrung, als Präsenz in diesem Moment, in der Yin-Attitüde anzunehmen. Es gibt nichts zu tun, alles ist schon da. Noch einmal diese kurze Erinnerung. Übung, die ich mir dachte für die Adventszeit, ist eine Übung, die ich jeden Tag selber praktiziere, am Morgen und am Abend. Gerade in der Adventszeit geht es ja auch darum, unser Herz besonders wieder auch für alle und andere zu öffnen. So diese große Action des Sommers ist vorbei, wir ziehen uns wieder ein bisschen zurück, wir besinnen uns und verbinden uns mit anderen. Und deshalb kam mir zu spontan
die Gratitude Meditation, also eine Dankbarkeit-Meditation. Ich kann wirklich empfehlen, die jeden Morgen und jeden Abend zu praktizieren. Das ist also ein fester Bestandteil von meinem täglichen Ritualen oder Ritualen. Und das Schöne daran ist, es geht überall. Man kann in eine Yoga-Pose gehen oder nicht. Und man kann auch einfach nur sitzen. Soll ich das mal anleiten? Bevor wir starten, denn ich werde es im Sitzen anleiten, aber ich zeige euch kurz, dir und euch, in welche Yoga-Haltung du auch gehen könntest. Ich habe jetzt selber eine Jeans an, aber ich vermute, das geht auch mit der Jeans. Du könntest also in Reclined Butterfly dich legen, so eine öffnende Haltung über den Brustkorb, dich zurücklegen, auch das Polster. Der Hals, Nacken lang, die Knie können auseinanderfallen. Die Arme kannst du so ausbreiten, dass du das Gefühl hast, hier über dem Herzraum entsteht eine große Weite und Offenheit. Das ist die eine mögliche Haltung. Oder du bleibst einfach im Sitzen. Mir persönlich hilft es da immer sehr, auch eine Hand aufs Herz zu legen, um ja auch in so eine physische Resonanz zu gehen. Atme bewusst dreimal ein und aus. Und komm somit in eine Präsenz in diesem Moment. Präsenz mit dir selbst, mit dem, was du gerade fühlst und spürst. In Verbindung mit der Welt auch um dich herum in diesem Moment. Und leg dein Bewusstsein in deinen Herzraum. Ich magst du dir da auch wie so eine leuchtende Perle oder das Licht einer Kerzenflamme vorstellen. Spür so dieses energetische Herz, den Palast des Herzens, Hridaya Akasha. Und stell dir die Frage, wofür bin ich heute dankbar? Ich werde ein paar Impulse geben. Oder du kannst natürlich auch deine eigenen Eindrücke und Stimmungen, Gefühle und Gedanken ganz für dich selbst kultivieren. Bist du dankbar? Bin ich dankbar, aufgewacht zu sein? Andere nicht. Ich dankbar, ein Dach über dem Kopf zu haben. Ein großer Luxus. Zu essen, zu trinken. Ich bin ich auch dankbar für Personen in meinem Leben. Es könnte Familie sein, Partnerschaft, Freundschaft. Ich persönlich bin auch immer sehr meinen Lehrern und Lehrerinnen dankbar für all das, was sie mir gezeigt haben, den Weg ins Licht, den Yoga-Weg. Gibt es auch Tiere in deinem Leben oder Orte in der Natur, die dein Herz berühren und weit werden lassen? Oder jetzt in der Adventszeit die vielen, vielen Lichter,
aus, blicken ins Licht, in den Kerzenschein. Ist uns in gewisser Weise auch innerlich erleuchtet. Vielleicht kommt da heute gar keine Dankbarkeit auf und es ist auch okay. Dann stell dir einfach vor, wie würde sich die Dankbarkeit anfühlen, wenn die da wäre? Wo im Körper würdest du die spüren? Im Fuß oder Knie oder eher im Brustkorb? Wäre die Dankbarkeit eher eng oder eher weit? Wäre die schwer oder leicht? Wäre die dunkel oder wäre sie eher hell? Wie würde sich das in dir anfühlen, wenn du jetzt erfüllt wärst von Dankbarkeit? Und wenn da jetzt eine Dankbarkeit oder eine gefühlte Dankbarkeit da ist, dann kannst du auch noch mit einem kleinen Ritual abschließen. Die Hände vor dem Herzen schließen. Mit dem Wunsch, dass auch alle anderen Menschen so viel Fülle und Schönheit und Bereicherung erfahren wie wir, wie du. Dass all dieses Glück und die positiven Erfahrungen, für die wir dankbar sind und die Unterstützung und das Dach über dem Kopf und das Essen und das Trinken, was für alle Lebewesen sein möge, an jedem Ort, zu jeder Zeit, in jeder Form, in jeder Welt. Möge es so sein. Namaste. Natürlich kann diese Übung viel, viel kürzer stattfinden. Jetzt nur eine Möglichkeit. Kann auch sein, dass es nur eine Minute dauert. Es ist ein Mind-Training. Denn vielleicht kennen das manche. Bei mir ist es auch so, wenn ich, ja, wenn ich die Dankbarkeitsmeditation nicht praktiziere, dann lenkt sich unser Fokus doch gerne auf die leere Hälfte vom Glas. Und in der Dankbarkeitsmeditation sehen wir dann die volle Hälfte des Glases, weil immer beide Hälften da sind. Ich kann es nur empfehlen, Gratitude Meditation am Morgen, am Abend. It's a good thing. Vielen Dank. Danke dir so sehr.